Für so manchen Kunstliebhaber ist die große Wollweberstraße 24 in Neubrandenburg ein stets beliebtes Ziel. Kein Wunder, befindet sich doch hier die Kunstsammlung Neubrandenburg. Hier im Zentrum der Stadt wurde ein markantes Fachwerkgebäude aus dem 18. Jahrhundert rekonstruiert, in welchem seit 2003 die Kunstsammlung Neubrandenburg ihre Besucher erwartet. Gemeinsam mit einem modernen Anbau entstand hier ein Museumskomplex mit 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Zwei unterschiedliche Ausstellungsbereiche wurden etabliert. Zum einen gibt es da den Bereich der Bestandsausstellungen. Unsere Bestandsausstellung gibt einen Einblick in, wie der Name schon sagt, die Bestände der Kunstsammlung Neubrandenburg, und zwar in die Malerei und Plastik. Wir haben hier wunderbare Arbeiten von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Berlin und Dresden im Schwerpunkt. Und da sind hier eben ganz wichtige Werke sozusagen mit die Höhepunkte der Sammlung ausgestellt. Das sind eben Arbeiten unter anderem von Michael Würkner, von Michael Morgner, von Stravalde oder auch Daniel Spörri und Jürgen Brotwolf. Durch den Bereich der Bestandsausstellungen ergibt sich für das Museum die Möglichkeit, die Sammlungen in unterschiedlichen Zusammenhängen zu ordnen, Entwicklungslinien zu verdeutlichen und vor allem für die Besucher transparent zu machen. Der zweite Bereich beinhaltet ausschließlich Sonderausstellungen. Hier unten befinden Sie sich in einer Sonderausstellung, hat 150 Quadratmeter. Also hier sind also ungefähr 6-mal im Jahr wechselnde Ausstellungen zu sehen. Das ist manchmal die Kunstgeschichte, zum Beispiel im letzten Jahr Worpswede. Oder zeitgenössische Kunst, auch Bestandsausstellungen, Ausschreibungen, also alles Mögliche. Kommen Sie in die Kunstsammlung, hier ist wirklich alle 6 bis 7 Wochen eine neue Ausstellung zu erleben. Und ich denke, das lohnt sich. Momentan befinden sich rund 6000 Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Grafik und Plastik im Bestand der Kunstsammlung Neubrandenburg. Einer der Schwerpunkte der Kunstsammlung Neubrandenburg als Gegenwartsmuseum besteht darin, den aktuellen Kunstprozess zu begleiten. Abseits des Mainstreams ist im Laufe der Jahre ein Bestand mit zeitgenössischer deutscher Kunst entstanden. Dabei überwiegen Arbeiten mit hohem sinnlichen und zeichenhaften Ausdruck, getragen von einer malerischen Kultiviertheit. Als Kunstmuseum in Mecklenburg-Vorpommern leistet die Kunstsammlung Neubrandenburg einen wichtigen Beitrag, ernsthaftes und bedeutendes Schaffen der Region wahrzunehmen und zu befördern. Bei einem Besuch der Stadt Neubrandenburg sollte auf jeden Fall die Kunstsammlung mit auf dem Programm stehen.